Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 17 The Journey. Ja, wir hatten ja eine tolle Serie mit 3 Siegen und einem Remis aus den letzten 4 Folgen. Ja, leider sind wir noch immer Fünfter, noch immer bei Newcastle und nicht zurück bei unserem Stammverein FC Liverpool. Aber wir gehen ins nächste Spiel. Nottingham Forest ist unser Gegner daheim im Newcastle Park. Natürlich stehen wir voll dabei am 26. Dezember, 15 Uhr bewölkt. Der zweite Weihnachtstag hier in Österreich, wo in England weiterhin brav Fußball gespielt wird. Echt braves Land, muss man sagen, spielen immer. Egal zu welcher Jahreszeit, wird hier Fußball gespielt. In Österreich Winterpause, in England Vollbetrieb. Tüchtig, tüchtig, tüchtig. Am 26. September ist es im St. James Park etwas warm, wie ich finde. Also kein Schnee, kein Eis, kein gar nichts. Es ist ungewöhnlich. Ich hätte mir hier nicht das Schnee, Eis, Regen und so. Also Sonnenschein am 26. Dezember. Natürlich super toll. Bringt uns jetzt natürlich nicht viel. Bringt uns noch keine 3 Punkte. Der Sonnenschein. Aber wir werden dran arbeiten. So wie jedes Spiel. Ich habe kein Tor geschossen. Dann war es 0 zurück, bin ich mit FIFA noch kein Tor geschossen. So, das wird sich jetzt ändern. Nein, ändert sich doch nicht. Ja, dachte mir, ich ändere das jetzt. Ja, man kann nicht alles auf einmal ändern, man muss Schritt für Schritt arbeiten. Also jetzt für uns. Ich dachte schon, gibt es gegen uns. Ich hätte mich stark gewundert. So, hier vorne gegen Newcastle pfeift in St. James Park. So, alles gut. Das pfeift ihn natürlich auch für Dumetti. Dumet. Für Dummheit genannt. Im Volksmund. Dumet auch Dummheit. So, spiele gegen den 13. Sinn für die laufende Saison. Wir tun uns so, so schwer. Wie man sieht. Ich bin in der Spitze. Ich stehe ja im Sturm, sagen wir so. Ich bin drüben nicht. Da ist. Ach Gott, so viel bin ich da raus, du. Du Dödel. Das gibt's doch nicht. Dass man denen wirklich alles sagen muss, was sie tun müssen, wenn ich einen Ball haben will. Das habe ich echt nur nicht drauf. Auch in der 25. Folge, 26. Folge von 17 nicht. Ja, ich sag uns das, ich bin bei der Journey einfach sehr, sehr ungeübt. Egal, wir spielen hier weiter. Denn wir wollen ja große Reichen mit unserem Alexander. Und wenn wir den Ball wieder haben, dann kommen wir sinnvolle Spielzüge zu. Stande. Wollte ich jetzt ernsthaft sagen. Das war eine ernsthaft gemeinte. Jetzt hat jemand die Ansage, die ist sowas von in die Hose ging. Den erlaubt es nicht mehr. Mein Einsatz kann man nicht abstreiten, so wie es. Ja! Endlich! Endlich! Endlich war ich mein Tor. Alexander, 1-0. Wow. Okay, der Fehler vom Torwart. Er schlägt den ab, immer zu uns. Und ja, da ist der Winkel offen. Tor, Alexander, 27 Minuten. Endlich trifft er wieder. Alex hat. Endlich ist der Bann gebrochen, das nicht treffen ist. So lange hat es gedauert. Ich weiß gar nicht wie lange. Über x Minuten, sagen wir mal 1000. Ich weiß nicht, wie viele Spiele ich wirklich nicht getroffen habe. Das weiß ich wirklich nicht. Das müsste man ausrechnen. Also, ich habe nicht mitgeschrieben, muss ich zugeben. Ich war das letzte Tor. Aber, ja. Es fällt mir ein Stein vom Herzen. Endlich wieder mal getroffen zu haben. Ein paar Lüpfen rein. Oh, ja, nö. War nicht so toll. Doch. War doch besser als gedacht.
Zumindest aus dem 16er Wahlamt. Das ist doch schon auch was wert für uns tatsächlich. So, hier bin ich. Verliere ich den Ball nicht wieder. Ja, das Tor wäre echt geil. Wenn man Zügel dran. An dem träume ich heute. An diesem Tor werde ich mit dem Tor. Das. Ja, genau. Und so. Ewig lange nicht mehr gewinnen. So. Stark, stark. Williams hat den Ball, legt ihn ab für mich. Ich hole ihn mir. Ja. Super gespielt, aber ich komme nicht nach. Voll. Treff das. Penner. Mach uns aus damit. Schätze ich, der pfeift aber echt wenig. Nur mal zu, der pfeift wenig. Egal in welchem Spiel ich das. Also mit FIFA 17 gespielt, aber auch privat so jetzt ohne Aufnahme. Schätze ich, der pfeifen teilweise sehr, sehr wenig. Ich habe ihn jetzt nicht auf pfeif nicht alles eingestellt. Ich habe auch nicht eingestellt, hey, pfeif alles. Also, ich habe eine gute Mischung. Und Schiedsrichter Härte hier gewählt. Und die, also bei FIFA 16 war es noch schlimmer. Da wurde mehr abgepfiffen als hier. Hier ist so, komm nach, was du willst. Und somit, Halbzeitstand 1-0, Newcastle United gegen Norwich City. Torschütze Alexander. Exzellente Technik bei diesem Tor von außerhalb des Strafraums. Man muss am Timing deiner Zweikämpfe arbeiten. Zum Beispiel in Nottingham Forest, Entschuldigung. Nicht nur City, Nottingham Forest. Kann passieren, kann man avalieren. Und ein Mensch, ich ein Roboter, würde ich mich so anhören. Mit einer tolle Roboterstimme. Und würde Biri heißen. Biri. So, schön gespielt. Abbremsen, Flanke. Flanke, da ist keiner. Schade. War ich etwas zu flott dran, man läuft doch darüber, Mensch. Wo ist Habe ich auch wirklich stehen. Das war nicht schlecht von mir. Den Bock muss ich wirklich vorhanden. Den auch. Den kann ich nicht durchsetzen. Gegen den kleinen Innenverteidiger. So, mal draufstellen. Hier ist viele Probleme. Einfach einmal auf den Ball draufstellen. Gegner dran vorbeilaufen lässt. Da spart man sich viele Probleme. Weil Fußballspiel öfter erlebt. Einfach draufstellen, Gegner vorbei, gut schon daneben. Passieren auch die tollsten Sachen. Schade. Schade. Von mir da ist die Sekunde vor mir bei der Typ. Stark. Das hätte sich jetzt ein Tor verdient. Das hätte sich wirklich ein Tor verdient. Dieser Spielzug gerade eben. Haben wir schön aufgezogen, von der Pike auf, also vom Grunde auf für ihn gespielt. Mit Abschluss war halt. Der Computer hat schon das Tor gerechnet bei unserer Bewertung. Nein, wie geht denn das? Der muss doch sitzen. Da war ich da für die Flanke, wäre ich da gewesen. Da wäre ich echt da gewesen am Posten. Jesus.
Schade, schade, schade. Das habe ich mir jetzt ein bisschen ein Ei gelegt. Alter. So ein Ballerteam-Spiel, wo drei Verteidiger unten im Ring stehen. Gibt's was Neues? Ist das nur? Kommt mir das nur so vor? Oder ist das wirklich so, dass ich jetzt nicht so schnell aus der Puste mehr komme? Dass ich etwas mehr aushalte? Na, jetzt doch wieder. Erste Minute 81. Oder schon eine Minute 75. 70. Man lernt, man wird besser. Ah, was mache ich denn da? Ah, das Timing muss ich machen. Das. Nochmal zurück auf diese Situation. Den Ball muss ich dort über die Linie pressen. Egal wie, dieser Ball muss dort in die Linie gepresst werden. Um jeden Preis in diesem Spiel. Es geht gar nicht anders. Der muss da drüber. Ah, Ball halten. Und noch einmal die Lange starten. So. Da kommen wir nicht hin. Egal wie viel, da kommen wir nicht hin. Also hole ich den Ball nochmal. So, schießt er mich ab. Danke, Ende, Sieg. Fünftes Spiel, vier Siege, ein Remis. Es ist was im Laufen. Es ist etwas im Laufen und wir haben endlich unser Tor gemacht. Eine negative Schlagzeile des Trainers stürze mich immer Hals über Kopf in die Zweikämpfe, dränge seinen Konter hinten ab und versuche ihn den Ball abzunehmen. Drei positive Aspekte. Dass wir vorreiten, schnell bist, hast du gezeigt, was in dir steckt. Klasse Einsatz. Du hast den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Exzellente Technik bei diesem Tor auf dem Aushalt des Strafraums. Yeah. Ein Tor gemacht. Endlich. Endlich haben wir wieder ein Tor gemacht. Und wir haben 1-0 gewonnen. Alex, gerade mal 17 Jahre und schon erfolgreich mit Tor Nummer 1 heute in der Championship. Ja, das ist nur der Anfang. Dafür werde ich bezahlt. Oder das ist der schönste Teil an dem. Dafür werde ich bezahlt. Ja, ist einfach klasse, den Job zu machen, für den ich bezahlt werde. Mein Dank gilt den Kollegen für ihre guten Pässe und dann. Hoffentlich kann ich noch öfter für das Team so treffen. Alex, das war ein wunderbares Siegtor. Was ging Ihnen durch den Kopf, als der Ball reinging? Ich habe den Sieg für das Team geholt. Das war ein Dank an den Coach. Das war ein tolles Gefühl. Ja, das ist einfach ein tolles Gefühl, da kann ich mitreden. Ganz ehrlich, Karen, es ist Wahnsinn. Es ist unbeschreiblich, wenn der Ball ins Netz fliegt. Das ist so ein Rausch. Und natürlich fühlt es sich gut an, 3 Punkte zu machen. Ihre Zweikämpfe waren herausragend, Alex. Vor allem für einen Stürmer. Ein paar Worte dazu? Ja, die Verteidigung fängt vorne an. So will der Trainer das. Ich gehe gerne in die Zweikämpfe. So will der Trainer, dass der Trainer möchte, dass wir vorne attackieren. Der Trainer sagt, dass wir hart trainieren sollen. Also tue ich alles, was ich kann. Er sagt uns, dass jeder in der Mannschaft Vollgas geben muss, egal welche Position er gerade spielt. Ich bin ein Teil davon, also tue ich das. Und das war's. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Danke. Ja. Wir sind ein Teil davon. So ist es. Eine Mannschaft besteht immer aus Teilen. Und wir sind einer. Und wir haben den Startelf-Bonus. Wir haben einen Torschützenbonus und 250 Pfund. Das bedeutet, wir kassieren Kohle. Der Transferwert steigt. Trainer sind wir ausgeglichen. Unsere Follower steigen. 153.000. Attributenzuwachs haben wir natürlich auf allen Seiten diesmal mit diesem Tor. Das Tor pusht schon, muss man zugeben. So ein Tor pusht 1-0 gegen Nottingham Forest. Ein wichtiger Sieg im Kampf um den Aufstieg in die Premier League mit Newcastle United. Oh, der Bekannte dürfte unentschieden gespielt haben. Wir sind um einen Punkt dran. Tada! Sehr gut. 37, 38, 41. Wir kommen näher. Auch wenn es mühsam ist. So, ich verdrück mich da oben jedes Mal. Social Media. Ben Fullman. Mr. Alexander ist am Ball der reinste Augenschmaus. 1-0 Sieg. Hashtag NUFC. Catherine Hunter. Verdienter Sieg heute. Mr. Alexander, das Spiel hat richtig Spaß gemacht. Manrai Holla. Schön, wenn junge Spieler in dieser Liga treffen. Weiter so, Mr. Alexander. Gary Walker.
Xander, Glückwunsch, jetzt geht's für dich in der Championship erst so richtig los. Ja, geh weg. Ich mag dich trotzdem nicht so. Und wir haben noch eine Trainingseinheit auf dem Kalender. Mit Schießen. Wir schießen wieder mal. Schießen. Wir machen zu wenig Tore eindeutig. Deswegen schießen. Wir müssen schießen. Was müssen wir? Schießen! Das Ziel dieses Clubs ist es, noch besser zu werden, als wir es bereits sind. Also müssen wir immer knallhart trainieren. Jeden Tag. Andiamo! Genau. Heute. Ich denke, eine Dribbling-Trainingseinheit wird uns heute sehr gut tun. Ja, richtig. Deswegen machen wir Schusstraining. Abschluss Kurzdistanz. Chancen erarbeiten. Okay. Abschluss Kurzdistanz. Schieße auf die offenen Torbereiche. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto höher fliegt der Ball. Mehr Punkte gibt es, wenn du den Ball knapp neben den Pfosten platzierst oder Ziele triffst. Okay. Ja, toll. So. Ja, dann hau mal drauf, Alex. Tada! Der war zu flach. Der war hoch. Zu hoch. Der war daneben. Zack, drin ist drin. Diese Kirchentreffer. Die Flasche getroffen. Stark. Zack, der war's. Der hat gesessen. 8750 Punkte ist ein A mit Exzellenz. Und das nehmen wir. Besser werden wir hier nicht. Also ein A. Chancenerarbeitung. Zeig, was du kannst und triff in möglichst vielen Szenarien. Antippen, Flachschuss in 1 halten, Lupfer halten, Schuss, ja, super. Ich muss immer treffen. Auf gut Deutsch. Zack, Tor. Torwart. Schön gespielt. Tor. Wunderbar gespielt von uns beiden. Der hat gesessen. Der war schön. Na, das war schlecht gespielt. Abseits. So. Komm jetzt. Der auch schießen. Ah, das zählt auch. Hey, cool. Der war stark. Nein, verliert den Ball da. Der war schön gespielt. Das wollen die Leute sehen, wenn sie ins Stadion gehen. Genau das wollen die Leute sehen, wenn sie ins Stadion gehen. Ohne lang zappeln. Das Kurze. Na, das war jetzt. Das haben wir schlecht gespielt. Probieren wir es einfach mal aus. Ah, da steht einer im Weg. Justus, also ist verpennt. Da ziehen wir ab von der Seite 16 aus. Das war jetzt wieder nicht so toll gemacht. So. Haben den Ball aber noch. Von dem her war es doch nicht so schlecht. Kann man mitnehmen, Torschuss. Das war schön gespielt, aber leider nicht abgeschlossen richtig. Das war auch stark gespielt, aber wir hatten es nur mit B. B fürs erste Mal ist gut. Das gefällt mir. So lassen wir das stehen. Können wir nicht alles perfekt gemacht haben. Bin ich für meine Einstellung sehr zufrieden mit dieser Trainingseinheit. Abschluss Kurzdistanz A, Chancen, Erarbeitung B. Ja, für mich sehr, sehr zufriedenstellendes Training. Chancenlose Wertausarbeitung werden wir nochmal machen beim freien Training das nächste Mal. Definitiv, dass wir uns diese wieder anschauen werden. Aber nicht heute. Heute nicht mehr. Für heute war das Training gut. Oh, freies Training haben wir. Nehmen wir das mit? Nehmen wir das noch mit? Nein, das nehmen wir heute nicht mehr mit. Nehmen wir nicht mehr mit. So. Das war's dann für heute wieder mit FIFA 17 The Journey.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bleibt auf meinem Channel und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Let's play FIFA 17.